Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video will ich über das Thema innere Stärke mit dir sprechen, wie du innere Stärke aufbauen kannst und warum Neins in deinem Network Marketing Business super wichtig sind und warum Neins gut sind. Ja, und es ist ja so, die meisten Menschen, die hören mit dem Network Marketing auf, oder hören grundsätzlich mit dem auf, was sie tun oder umsetzen wollen, wenn sie oft genug von anderen Menschen ein Nein gehört haben. Dann lassen sie sich entmutigen oder nehmen viele Dinge einfach halt viel zu persönlich. Das ist dann immer so ein bisschen eine Ego-Kiste. Und gerade im Network Marketing ist es aber so, aber es gilt eigentlich auch für jede Art der Selbstständigkeit. Es ist einfach wichtig, dass wir uns eine innere Stärke aufbauen, dass wir es schaffen, diese Neins zu akzeptieren, am besten sogar zu ignorieren. Und wie gesagt, ist oft unser Ego im Weg, weil wir viele Dinge halt einfach, ich sag mal, persönlich nehmen, obwohl es eigentlich eher um die Sache geht. Und und deswegen ist das Nein nie oder in den seltensten Fällen gilt es dem Überbringer, sondern ja meistens der Sache. Manchmal haben wir es auch vielleicht schlecht verkauft oder wie auch immer. Wir sind ja alles nur Menschen und keine Roboter. Und und deswegen nehmen wir das oft persönlich, und wenn wir eine gewisse Anzahl erreicht haben, dann ist es oft so, dass wir oder dass viele dann halt einfach einknicken. Ja, und dabei ist Nein eigentlich was ganz Normales, bekommen wir ständig im Alltag, sei es bewusst, sei es unbewusst. Und wenn wir halt erfolgreich sein wollen, ja, dann ist es super wichtig, dass wir einfach diese Hürde überwinden, dass wir diese Neins ignorieren. Ja, wir müssen es zwar in diesem Moment akzeptieren, wenn jetzt eine Person zu unserem Angebot Nein sagt, dann müssen wir das akzeptieren. Ja, es gibt da Gründe dafür, wir können uns überlegen, wie können wir es besser machen, aber in diesem Moment müssen wir es jetzt halt einfach erstmal akzeptieren. Was wir aber nie machen sollten, ist es, ein Nein zu akzeptieren, das dazu führt, dass wir unseren Weg verlassen, dass wir aufhören, an unsere Ziele zu glauben, und dass wir dann sagen, naja, vielleicht bin ich doch zu schlecht für das Ganze, und ich höre mit Network Marketing wieder auf. Ja, das darf einfach nicht passieren. Also wir müssen es für diesen Moment akzeptieren, aber niemals für unseren Weg. Und deswegen, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast, ist eigentlich das Schlimmste oder ist das Schlimmste, was du machen kannst, dann von deinem Weg aufzuhören. Ja, sondern viel stärker ist oder viel wichtiger ist es dann eben halt weiterzumachen. So, und Gewinner machen das einfach. Gewinner, ja, die machen so lange weiter, bis sie ihr Ergebnis erzielt haben. Deswegen gewinnt nicht jeder, deswegen steht nicht jeder auf dem Siegertreppchen, aber die hören auch nicht, wenn ein 100-Meter-Sprinter, ja, wenn der an der Startlinie steht, der hört nicht auf der Hälfte auf, sondern der zieht das Rennen durch, bis er das Ziel erreicht hat. Und wenn es gut gelaufen ist, wenn er vorher alles richtig gemacht hat, wenn er gut trainiert hat, dann wird er auch die Ziellinie vielleicht überqueren und einen Podestplatz haben. Wenn nicht, dann waren halt andere in dem Moment dann halt besser. So, aber wie kann man es jetzt schaffen, dass man sich innere Stärke aufbaut? Da habe ich zwei Dinge, die ich für mich immer anwende. Und zwar, ich nehme immer gern das Beispiel Telefonieren. Viele Networker, viele im Vertrieb haben oftmals so das Problem, dass sie so ein bisschen Angst vorm Telefon haben. Woher das auch immer kommt, weiß ich nicht. Und da ist eine Möglichkeit, wie du mit Neins lernst, super umzugehen, indem du dir ein Ziel setzt. Nehmen wir jetzt einfach mal, du sagst, okay, ich möchte mit 1000 Menschen in Kontakt treten. Jetzt in unserem Fall telefonisch. Und dann wird es so sein, und du ziehst es auf jeden Fall durch. Ja, du sagst, okay, diese 1000 mache ich auf jeden Fall. Vorher höre ich nicht auf. Und wenn du diese 1000, mit diesen 1000 Menschen gesprochen hast, dann wirst du erfahrungsgemäß da so viele Neins kriegen, egal wie gut du bist. Ja, du wirst viele, viele Neins kriegen. Es hat überhaupt nichts mit deiner Qualität zu tun, sondern es ist einfach, ja, das Gesetz der großen Zahl, das Gesetz der Quote. Du kannst nicht bei jedem ein Ja kriegen und hast dann halt dementsprechend viele, viele Neins. Und wenn du diese 1000 Gespräche geführt hast, dann wird ein Nein für dich zu einer Normalität werden. Jetzt nicht in dem Sinne, dass du davon ausgehst, dass alle Nein sagen, sondern du weißt einfach, es gehört dazu. Ja, und dann wirst du danach keine Probleme mehr haben, am Telefon mit Menschen zu sprechen, und du wirst keine Probleme mit dem Nein haben. Ja, eine zweite Möglichkeit, die du machen kannst, ist,
wenn du dich tagtäglich ja mit deinen Zielen beschäftigst, wenn du das Ganze visualisierst, wenn du dir vorstellst, wie du das Ganze erreicht hast, ja, dann hast du ja in der Regel Gründe, warum du das eigentlich haben willst. Und diese Gründe dahinter, ja, wenn du dir ausmalst, was passiert denn eigentlich in meinem Leben, wenn ich das und das und das erreicht habe, ja, dann diese Gründe dahinter, die sind in der Regel, ja, also so ist es bei mir zumindest, wenn ich etwas wirklich will, dann sind diese Gründe viel stärker und ich bin dann einfach bereit, eine gewisse Anzahl an Neins zu akzeptieren, ja, und die einfach mit einzukalkulieren, ja, und ich weiß ja, was am Ende des Regenbogens dann auf mich wartet, wenn ich es durchziehe. Und das ist viel stärker, wie wenn jetzt irgendeine Person, die ich persönlich so vielleicht gar nicht kenne, ja, oder wenn ein Freund sagt, du, es ist jetzt nichts für mich. Ja, okay, kann nicht für jeden sein, aber deswegen stelle ich ja nicht die Sache in Frage, sondern ich weiß ja, wo ich hin will und was mein Ziel ist. Und jetzt habe ich ja schon in der Ankündigung gesagt, dass Neins gut sind im Network Marketing und da möchte ich auch ganz kurz darauf eingehen, warum das eigentlich so ist. Network Marketing ist ein Botengeschäft. Network Marketing, du brauchst einfach viele Neins, um zum nächsten Jahr zu kommen, beziehungsweise eine gewisse Anzahl an Neins. Das kann bei jedem variieren, ja. Da musst du deine Quote einfach für dich rausfinden. Wenn du die Quote nicht kennst, frag deine Upline, frag deinen Sponsor, die können dir zumindest ihre Quoten nennen, beziehungsweise ja so eine Orientierung geben. Und ja, und da kommen wir einfach nicht drum rum, ja. Network Marketing ist ein Quotengeschäft und wir müssen einfach ja ein paar Neins kriegen, dass das nächste Jahr dann wieder kommt. Aber das Entscheidende ist, wenn du deine Quote kennst und du weißt, okay, wenn 5 Leute Nein gesagt haben im Schnitt, dann kommt dann wieder ein Ja, dann weißt du ja, okay, komm, lass uns die 5 Neins schnell durchmachen, damit wir das nächste Ja haben. Und außerdem ist es wichtig, dass nicht alle Ja sagen, weil glaub mir, du möchtest auch nicht mit jedem arbeiten. Nur wenn jeder sofort Ja sagt, dann kannst du für dich irgendwann gar nicht mehr rausfiltern, wer sind denn eigentlich die Leute, mit denen du gerne zusammenarbeitest, die dein Business mit nach vorne bringen, die am gleichen Strang ziehen wie du. Und deswegen ist es gut, wenn Menschen Nein sagen, ja, das spart dir Zeit, das spart dir Ärger und du hast mehr Energie, dich auf die Menschen zu konzentrieren, die tatsächlich wollen und auch die Menschen, die dein Unternehmen wieder verlassen, ja, lass die höflich gehen und es ist in Ordnung, ja, gute gehen, bessere kommen und deswegen ist es gar nicht so wild, wenn du dann auch mal das ein oder andere Nein erntest. Okay, wenn das Ganze für dich jetzt hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, beziehungsweise ja das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, dann nutz gerne die Kommentarfunktion oder schreib mir einfach eine persönliche Nachricht, wenn du vielleicht ein Thema hast, wo du denkst, oh, da könnte ich dir dabei helfen, könnte dir die Antwort geben, dann kann ich dazu ebenfalls ein Video machen. Ansonsten, falls du Lust hast, mit mir und meinem Team durchzustarten, wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, findest du unterhalb des Videos ebenfalls Links mit weiteren Informationen, die du dir kostenlos anfordern kannst. Würde mich freuen, von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen, hören uns beim nächsten Video. Ja, mach's gut. Bis bald. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.